Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Stone. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es weitergeht, wollte ich nur den lieben Ghost Timo, wir 285 grüßen. Du bist der Beste und deine Fußnägel sind viel zu lang. Und falls du auch im Video gegrüßt werden möchtest, dann schreib es doch bitte in die Kommentare und ich lose mir einen aus. Viel Glück! In der letzten Folge haben wir hier diese Gartenklosch hier gebaut, den Engineer-Tisch und hier einiges an Kirsot Oil produziert und das Treated Wood Vacuum Tubes gecraftet, damit wir in Zukunft mehr von diesen Gartenklosches machen können, um einige verschiedene Erze zu produzieren mit den Mystic Agricultur Seeds. Und ich habe auch letzte Folge hier dieses eine Kabel verlegt, das führt direkt zur Mob-Farm. Und zwar hier sind einiges an Knochen, denn wir brauchen ja, um die Pflanze möglichst schnell wachsen zu lassen hier in dieser Gartenklosch, brauchen wir ja Knochenmehl und quasi so Dünger quasi, ja. Und um das herzustellen und zu automatisieren, brauchen wir einen Autocrafter. Wie mache ich den? Wir brauchen einen Knochenblock. Okay, den macht man, glaube ich, mit Bone Meal. Ja. Als nächstes brauchen wir rote Farbe. Ich weiß wie. Und zwar, wenn wir einfach hier stumpf. Ja, hier haben wir unsere rote Farbe. Und jetzt machen wir das zur rote Farbe. Und jetzt brauchen wir das hier und das hier. Purple Dye, ne? Ja, Purple Dye. Da brauchen wir aber noch mehr was an rote Rosen. Komm schon, gib mir Rosen! Bitte! Ich will Rosen haben. Danke, danke, danke. Du bist ein Schatz, danke dir. So, packen wir die Rose zusammen zur Rose Red. Und jetzt das Rose Red und das Lapis Lazuli. Und jetzt haben wir Lila, 4 Stück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Observer. Da brauchen wir Quarz, 2 Redstone und Cobblestone. Was du jetzt so geplant bei dieser Folge? Ich glaube, ich werde jetzt einfach hier diese Gartentusch komplett fertigstellen, dass wir einfach wirklich en masse an Redstone produzieren und keine mehr Probleme mehr haben mit Redstone. Das heißt, ich muss nie wieder, verdammt nochmal das ganze Dust verkraften, zusammenpacken, das Cobblestone, zu Gravel packen, zu Erde und zu Sand und dann zu Dust. Den Schritt mache ich nie wieder, denn ich bin ein faules Stück Scheiße und mache das lieber für mich selber hier so. Also lass die Gartenklusch für mich arbeiten. Quarz. So, Quarz haben wir zum Glück. Sehr gut. Und jetzt machen wir uns hier ein Observer. Ich brauche 2 Quarz. Nee, ich brauche 1 Quarz. Das war schon richtig. Was mache ich? Hey Gott, hey Dominik. Du hast doch gerade erst aufgenommen. Ich mache jetzt tatsächlich auch diese Aufnahme direkt nach der vorherigen Folge. Falls ich also nicht auf Kommentare eingehe, tut es mir leid. Aber ich werde trotzdem noch denjenigen grüßen, der gegrüßt werden will. Also ich lose mir immer pro Folge in den Kommentaren unter dem neuesten Video einen aus. Also keine Sorge, falls ihr ausgelost werden wollt oder gegrüßt werden wollt im Video persönlich und verewigt werden wollt, könnt ihr das trotzdem tun. Also keine Sorge. Das würde ich 2 Aufnahmen hintereinander machen, wird uns trotzdem passieren. So, jetzt brauchen wir, was brauchen wir noch? Ein Pistol. Dafür brauchen wir wieder Eisen. Yay. Und Holz. Wie viel Holz brauchen wir für einen Pisten? 3. Scheiße. Leute, ich muss... Tanz für mich, Baby. Tanz für mich. Gut, jetzt habe ich gut was an Holz. Jetzt können wir das hier verkraften. So, und jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Aber das Eisen haben wir in der einen Kiste. Ich habe mir auch da zwischenzeitlich so den Furnace ja auch reingepackt, weil ich merke, ich bin jetzt hier die meiste Zeit. Also wäre es praktischer, ständig hier alles zu haben. So, Eisen. Redstone haben wir. Und jetzt können wir uns einen Pisten craften. So, und jetzt eine Workbench. Oh, das können wir einfach mit Cobblestone machen. Dass ich das nicht früher mache, da muss ich nicht ständig diese scheiß Säpplinge platzieren. Und ihr wisst ja, wie nervig die sind. Yeah, jetzt haben wir den Autocrafter. Super. Jetzt kriegt er Knochen. Und jetzt machen wir das Rezept hier rein. Und jetzt sollte er hier noch mehr machen. Er braucht nur noch Strom. Dann platzieren wir mal das Stromkabel hier. Bei 4, 5. Sehr gut. Jetzt bitte kriegt mal Strom. Danke. Oh, yo. Yo, wie viel? Okay, chill mal dein Leben, Alter. Ey, das wird richtig gut. Jetzt müssen wir nur noch mit einem Extraction-Cable das Ganze hier nach oben packen zu der Gartenklutsche. Und dann können wir Knochenmehl reinpacken. Und dann läuft das. Alter, das läuft dann so verdammt fix. Junge, haben wir viele Knochen produziert mit der Monsterfarm. Jetzt brauchen wir wieder was an Eisennuggets und was an Bricks hier. So, packen wir das mal zusammen. So, jetzt brauchen wir wieder einiges an Transfer-Cable. Zum Glück habe ich aber gut was an Clay schon vorbereitet, außerhalb der Folge. Gut, jetzt haben wir das Item Extraction Cable. Und jetzt packen wir das mal hier durch. Und jetzt hier. Und das müsste, glaube ich, jetzt hier oben... Hallo? Weg damit. So, zack, zack. Und jetzt hier rüber. Willst du es nicht annehmen? Oh, warte mal. Oh, so funktioniert das. Warte mal, da brauche ich gar nicht so viele Extraction. Oh Gott, sind da viel Knochenmehl. Tun wir das mal wieder hier rein. Da muss ich den andersrum platzieren. Ich glaube, so. Ja, dann kommt hier der Strom an. Hallo. Alter, dann eben so. Warte mal. So?
Nimmst du? Ja, so nimmt er was an. Okay. Und dann jetzt hier und hier. Kriegst du jetzt Knochenmehl? Warte, ich muss das hier abbauen. Ich glaube, das Knochenmehl ist hier feststecken. Entschuldigung. Musst du das von hier unten, Junge? Ich glaube, wenn man Logik anwendet, dann könnte man das schon verstehen. Hier kommen die ganzen Sachen, die aus den Seeds produziert werden, aus der Pflanze. Aha. Und jetzt kommt hier das rein und das jetzt, hier. Oh, warte mal, da muss ich das ein bisschen anders platzieren. Kann ich mir ein paar Kabel sparen? So? Nee. Das ist auf allen Seiten. Oh, na, dann kann ich das so platzieren. Dominik, benutzt dein Gehirn. So, jetzt, das Knochenmehl kommt hier rein. Nächstes. Ach, hier kommt das Wasser. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Dann brauchen wir ein Fluid. Fluid Extractor. Fluid Collector brauchen wir, glaube ich. Und dafür brauchen wir wieder... Oh, das ist teuer. Wir brauchen einen Eisenblock. Dann machen wir uns mal einen. So, als nächstes brauchen wir zwei Pisten. Sehr gut, können wir uns machen. Und Terrakotta. Wir brauchen Clay. Ich hätte es nicht machen. Warte mal, wie viel Terrakotta brauchen wir? 3 Stück. Darum brauchen wir 3 Clay-Blöcke. Ich habe einmal einen Clay verbraucht. Okay, warte. Da können wir das eben schnell machen. So, Cobblestone zusammenpacken, abbauen, zusammenpacken, platzieren, abbauen, zusammenpacken, platzieren, abbauen, zusammenpacken, platzieren, abbauen. So, und jetzt müssen wir nur noch mit einem Wassereimer. Zack, 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 zack. Und dann zack, 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 zack. Super, jetzt haben wir wieder... Yo, warte mal. Das ist mehr Clay als mir lieb. Was? Pack das rum. Hallo, mein Spiel buggt. Das sollte nicht möglich sein. Excuse me. Das ist gerade sowas von verbuggt. Weil normalerweise... Hä? Leute, ihr seht doch auch dieses Clay hier gerade. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Und tu mal jetzt hier das Restliche. So. Gut. Dann haben wir gut was an Clay. Das wäre ja nicht eins. Okay, es verstehe ich nicht. Alles klar. Wir brauchen 3 Terrakotta. So, nice. Und jetzt brauchen wir nur noch... Eisenblock haben wir. Gunpowder. Okay, brauchen wir 2 Stück. Na, dann holen wir mal eben was aus der Monsterfarm hier. Ah, ne, hier haben wir was. Okay, passt. Oh, hier lagen sogar 2 Stück. Sehr gut. Warum ich die weggeschmissen habe? Gut, Terrakotta. Hallo, darf ich mal? Danke. Dann schmeißen wir dafür einfach mal das Inferium weg und tun mal das ganze Knochenmehl jetzt hier rein. Oh, jetzt hat er en masse. Gut. Und ich glaube, hier müssten wir dann die Wasserquelle platzieren. Wir brauchen halt auch noch ein Stromkabel. Und wieder ganz viel Redstone. Aber kein Problem. Davon haben wir ja genug. Gut, jetzt brauchen wir... wir brauchen noch einen Dropper. Ach so. Okay, kann man eben schnell machen. Super. Und jetzt haben wir den Fluid Collector. Der sollte all die ganze Flüssigkeit, die unter ihm ist, aufsammeln. So, dann bauen wir jetzt mal hier so ein großes Wasserloch. Oder der Enderman. Junge, verpiss dich, Alter. Na, du machst mir gar nichts, Alter. Oh, ich hab den Kopf. Warte mal. Leute. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Batman. Das war so cringe, Alter. Ich mach das nie wieder. Oh mein Gott, Alter. Gut. Jetzt haben wir gleich hier eine 3x3x2 Wasserquelle. Super. Jetzt müssen wir nur noch das Stein hier platzieren. Und wir brauchen den Fluid Collector. Bauen das ab. Und der ist jederzeit an. Er braucht aber Strom. Oh. Warte, dann machen wir uns mal wieder hier ein paar Stromkabel. Beziehungsweise Energy Cable. Platzieren es hier. Ist das so richtig? Kriegst du Strom? Kriegt er mal Strom oder so? Hallo? Er kriegt nichts an Strom. Ah, fuck, weil der Autohammer hier zu viel verbraucht. Warte mal, hier vielleicht. Hier, ja, hier ist genug Strom. Das könnten wir umleiten. Dann müssen wir nicht zwingend noch einen Magmatic Generator platzieren, sondern einfach nur schlau die Kabel hier platzieren. Nein. Ja, das ist schlau. Hm. Und jetzt hier. Kriegst du Strom? Bitte. Ansonsten bin ich echt verzweifelt. Der kriegt keinen Strom. Was soll denn der Mist? Du hast hier genug Strom. Hä? Es geht bei dir. Leute, ich informiere mich mal eben schnell über diesen dreckigen Fluid Collector. Was soll denn der Mist? So, Leute, nach 20 Minuten Testen und Recherchieren im Creative-Modus habe ich herausgefunden, dass dieser Fluid Collector nutzlos ist. Er bekommt Strom, aber macht nichts. Wir bauen ihn ab. Wir brauchen einen komplett anderen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht meine ganzen Ressourcen dafür verbraucht. Wir brauchen den Fluid Collector. Und dafür brauchen wir erstmal einen Autobreaker. Und dafür brauchen wir noch was anderes. Erstmal ein Basic Coil, aber fürs Erste brauchen wir den Void Crystal. Wie bekommen wir den Void Crystal? Wir brauchen dafür einen Automatic Recoil. Constructor. Und den ist, ist teuer. Passt ganz viel Eisen. Das ist toll. Ja, ich brauche Eisen. Ganz schnell hier. Warte mal, haben wir irgendwas hier? Oh ja, noch ein bisschen was hier in Eisen. Oh,
nicht schlecht, ja. Warte, ich sollte mal die Stromzufuhr mal ein bisschen hier wieder reintun. Weil tatsächlich, Leute, dieser Fluid Collector, der verbraucht gar keinen Strom. Deswegen ist, glaube ich, diese Produktion, dass wir extra dafür noch so einen Reconstructor für Dingenskirchen, what the fuck, warte mal, Autobagger, Basic Coil, dass wir so einen Automatic Reconstructor dafür machen müssen und Eisen dafür verbrauchen. Finde ich nicht schlecht, weil zurzeit ist unsere Stromproduktion ein bisschen mangelbar und dieser Autohammer kommt manchmal nicht mit. Die arbeiten kurz und dann stoppen die, weil die einfach keinen Strom haben. Wir haben schon 8 Diamanten. Nice. Geile Scheiße. 11 Diamanten. Ey, nicht schlecht. Nehme ich gerne. Wir brauchen ganz viel Eisen. Ich mach mal hier mal ein bisschen, warum gehe ich hier hin? Hä? Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Warum hier? Hier ist nicht mal der Ofen. Hier ist ein Crafting Table und ein Ofen, Dominik. So, packen wir das mal hier in den Ofen. Brauchen wir erstmal einen Eisenblock. Schmeiß mal die Iron Ore Pieces wieder weg. Und 4 Eisen war das, glaube ich. Und dann können wir uns den Automatic Reconstructor machen. So, da fehlt... Hä? Warte mal. Das ist kein Eisenblock. Was ist das denn? Das ist ein Iron Casing. Und wie mache ich das jetzt? Mit Stöckern, Eisen und schwarzen Quarz? Ich glaube, wir haben davon was in der Truhe. Ich schau mal. Ich habe das irgendwie, glaube ich, bekommen, dieses Black Quarz. Crushed Black Quarz. Ich glaube, wenn wir es braten, wird es zu normalem Black Quarz. Gut, dann machen wir uns mal eben schnell was hier braten. So ein paar. Jetzt haben wir gut was an Eisen. Dann machen wir doch nicht unbedingt einen Eisenblock. Finde ich besser so. Es kostet nur 4. Dann machen wir uns ein paar Sticks. Die brauchen wir auch noch. So, zack, zack. Und dann machen wir nur noch das Black Quarz. Okay, nice. Alter, warte mal. Gibt das gut XP? Warte, ich mach mal 1. Oh, das gibt gut XP. Okay. Aber ich brauche nicht wirklich XP hier, Leute. Ganz ehrlich. Wofür? Oh nein. Dieser Enderman, der mich nicht angreift. Wow, der ist so bedrohlich. Ja, ich krieg die Knie. Meine Knie schlottern schon. Gut, jetzt machen wir uns den Automatic Reconstructor. Aber erstmal ein Iron Casing. Ja, wir können uns direkt 2 machen und 8 Eisen verbrauchen. Hab ja nicht genug davon. So. Einen zweiten haben wir jetzt auf keinen Fall, Alter. Jetzt platzieren wir den hier. Und ich glaube, der kriegt so Strom. Ja, er kriegt Strom. Sehr gut. Perfekt. Und mit dem Redstone-Muster aktiviert werden. Warte mal, dann müssen wir uns eine Fackel hier machen. Hä? Lol! Hä? Der schießt ab. Warte mal. Warte. Ich brauche Kohle, wie es aussieht, oder? Ah, ich glaube, ich muss das durch den Laser hier packen. Okay, das ist übertrieben cool. Ich habe direkt mal einen Screenshot davon gemacht vom Laser. Das wäre ein cooles Thumbnail für die Folge. Oh, das Laser 9000. Ja, das wird der Titel der Folge sein, ganz bestimmt. Nehmen wir ein bisschen Kohle und packen sie durch diesen Laser hier durch. Und dann sollten wir dieses schwarze Teil bekommen. Ja, nice. Void Crystal. Sehr schön. Und ich hoffe mal, ich kriege keine Strahlung ab hier. Jetzt wollen wir das Basic Coil. Ristonia Crystal. Ah, dann müssen wir Redstone hier durchpacken. Okay, warte. Packen wir so ein bisschen hier durch. Dankeschön, jetzt haben wir den Ristonia Crystal. Und jetzt machen wir uns das Basic Coil. Und jetzt machen wir uns hier den Autobreaker. Und jetzt brauchen wir nur noch 2 leere Eimer. Die müsste ich doch hier irgendwo haben. Ja, komm, Alter, nehmen wir diesen einen Eimer und machen daraus jetzt hier Treated Wood. So, Crossed Oil, Treated Wood. Nice, dann können wir den Rest hier reinpacken. Und tun wir auch das hier rein. Das hier, dieses Dingens, das resonated. Jetzt brauchen wir, ja, wir haben 2 leere Eimer. Und jetzt können wir uns den Fluid Collector machen. Sehr gut. Und den platziert man so. Ja, er nimmt jetzt einfach sich das Wasser. Sehr schön. Und jetzt brauche ich ein Fluid Extraction Cable. Oh, dann ist es auch gut, dass wir noch ein bisschen was an Eisen geholt haben. So, und jetzt machen wir uns hier einen Dropper. Und jetzt hier mit dem Raid Pressure Plate und mit dem Dropper ein Extraction Cable. Jetzt können wir das ganze Wasser, was hier durchkommt, durchpacken. So, zack, zack, zack. Und jetzt müsste es hier reinkommen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nur noch all das, was hier rauskommt. Boah, das ist halt so unordentlich. Ich werde auf jeden Fall demnächst diesen Raum hier erweitern, wenn ich halt mehr Gartenklotsche habe. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur den Seed und dann läuft das Baby. Warte mal. Ich zeige euch das mal, weil das ist echt cool. Ich habe auch gerade herausgefunden, dass ich auch noch Erde brauche tatsächlich. Ansonsten kann das nicht wachsen. So, dann nehmen wir uns mal hier mal so ein Seed. Ich glaube, wir könnten auch Kaktus. Ich werde das mal ausprobieren. Nehmen wir mal das Sand hier auch und den Kaktus. Vielleicht kann man da auch kleine Mini-Kakteen dort wachsen lassen. Das wäre so witzig. Warte mal. So, der braucht Sand kann man platzieren. Was? Das geht? LOL,
Der wächst hier. Yo, ist das cool. Okay, das ist verdammt cool. Warte mal, davon muss ich einen Screenshot machen. Das ist ja doch besser als ein Thumbnail hier, als der Riesenlaser, dieser krasse Laser 9000. Yo, der hat schon mehrere Kakteen produziert. Und warte mal, der hackt das, glaube ich, jetzt hier ab, oder? Wenn das diesen Punkt erreicht hat. Ja, wie cool. Aber wir brauchen ja keine, könnten ein paar Kakteen gebrauchen, aber wir brauchen Erde. Warum brauche ich nicht meine Herde? Dominik, was tust du denn? Und wir brauchen ganz viel Inferium. Wir brauchen ganz viel Inferium, weil für den Redstone Seed brauchen wir diesen Seed. Das ist ein Tier 3. Dafür brauchen wir Intermedium. Dann müssen wir erstmal Prudentium zusammenpacken und das brauchen wir mit 4 Inferium. Also brauchen wir einiges davon. Und wir brauchen noch ein Tier 3 Crafting Seed. Und darum brauchen wir ein Tier 2 Crafting Seed mit Intermedium, Tier 1. Und dafür brauchen wir ein Base Crafting Seed und ein bisschen Inferium. Und dafür brauchen wir das Prosperity. Wie bekommen wir Prosperity? Indem wir Sand durch ein Sieb packen. Ganz einfach. Und ja, da kriegen wir gut was an, ja, Prosperity. Und dafür brauchen wir einiges später, wenn wir alle möglichen Seeds machen wollen. Dafür, so, würde man sagen, dass wir dann einfach ein Stack hier zusammenpacken, ihn platzieren, wieder abbauen, das Gravel zusammenpacken, es platzieren, abbauen, wieder zusammenpacken, platzieren und wieder abbauen. Super, jetzt haben wir 7 Compressed Dust, Sand. Und jetzt brauchen wir nur noch aus dem Autosieb hier eben mal kurz diesen Diamond Mesh. Der Laser läuft die ganze Zeit und verbraucht Strom. Keine tolle Sache. Geh mal bitte aus. Und ich glaube, ich muss dich jetzt mit einem Redstone-Signal ausstellen. Warte, kann ich das nicht einfach mit einem Lever machen oder so? Das sollte doch gehen. Warte mal, mach mal einen Lever. Und schmeiß das Weizen weg. Das brauchen wir nicht. Und jetzt bitte geh aus. Ich glaube, der ist jetzt aus. Perfekt, gut. Weil der schießt nicht mehr. Sehr, sehr schön. Jetzt verbraucht er nicht mal eine gesamte Strombälle. So, jetzt packen wir mal das Compressor dann durch und hoffentlich kriegen wir genug Prosperity für die nächsten paar Folgen. So, jetzt haben wir einiges bekommen. Den Ziel kann ich wegschmeißen. Den Kupfer brauchen wir nicht. Oder Aluminium kann ich zusammenpacken. Oh, mein Inventar ist überfüllt. Warte mal, was haben wir noch hier bekommen? Den Sand können wir wegschmeißen. Den Kaktus können wir hier reintun. Wir haben Yellorium. Oh, lol. Warte, ich glaube, wir können später damit Yellorium Ingots machen. Und ich glaube, dann kann man später einen Atomreaktor machen. Will ich ja alles wegspringen mit einer Atomwaffe? Vielleicht am Ende des Let's Plays, wenn ich keinen Bock mehr habe und was Neues machen will. Und dann gerne. So, warte mal, das Crushed Black Quartz tun wir hier rein. Lapis brauchen wir nicht, Gold brauchen wir jetzt auch nicht. Oh, nice, jetzt haben wir gut was an Prosperity. Gott, den Rest, komm, brauche ich nicht. Doch, brauche ich schon. Warte, Aluminium zusammenpacken, wegschmeißen den Rest. So, Seed weg, Nickel zusammenpacken, wegschmeißen. So, und jetzt das Eisen nehmen, zusammenpacken. Und jetzt das Silber, nochmal ein Silber. Und jetzt alles in den Ofen und jetzt können wir uns den Tier 1 Crafting Seed machen. So, alles hier durchpacken. 6 Eisen, ist gar nicht schlecht. So, ah, stimmt, ich habe noch ein bisschen was an Lead. Dann packen wir das auch mal hier durch. Und den Rest tun wir einfach mal hier rein. Voidquiste, ja, Ancient Spores tue ich mal hier rein. Was kann ich damit eigentlich machen? Das habe ich gerade bekommen. Da kann man sich Hexenwasser machen. Und damit kann man Mycelium machen. Oh, okay. Was kann man? Kann man aus dem Witchwater irgendwas machen? Kann man sich damit Seelensand machen? Kann man! Ah, so kriegt man also Seelensand. Verstehe, das ist einfach quasi so eine Seuche, dieser Ancient Spores. Antike Sporen. Also wie so, oh Gott. Gold, okay, Gold nehme ich auf jeden Fall. Kupfer, ja, komm, nehmen wir aber mit. Den Rest will ich nicht einsammeln. Ich bin zu faul dafür, das gerade umzuordnen. Ich will einfach nur weitermachen mit dem Scheiß hier so. Gold und Kupfer. Gut, wo waren wir? Stimmt, ich wollte jetzt mit dem Prosperity und mit dem Seed, den ich gerade weggeschmissen habe, ja, denk auch irgendwie nicht nach. Gut. Nehmen wir mal, oh, haltet die Schnauze hier, Sepplinge. Gott, ey. So, und jetzt, warte, ich glaube, wir brauchen noch was anderes. So, Basecrafting Seed. Und ich glaube, wir brauchen sogar noch Diamanten. Denn um diese Inferium-Teile, die Tier 1 sind, das ist ja die Grundstufe, zu Intermedium und dann zu Prudentium und dann zu den weiteren Stufen, die kann ich gerade nicht sagen, weil ich es gerade nicht genau weiß. Oh, das ganze Knochen ist weg. Eieieiei. Scheiße. Und das ist alles hier komplett voll. Okay. Naja, fürs Erste sollte das reichen. Hi, Enderman. Jetzt bin ich gerade komplett aus dem Konzept. Stimmt, ich wollte Inferium. Das hat mich gerade komplett aus dem Konzept gebracht, dass das ganze Knochen jetzt hier weg ist. Jetzt habe ich einen Stack Inferium. Das sollte genügen. Jetzt brauchen wir einen Diamanten. Hier haben wir einen, sehr schön. Und jetzt muss ich mir so ein Infusion Crystal machen. Weil nur durch diese Infusion Crystal kann man die zusammenpacken. So, jetzt haben wir ein Base Crafting Seed. Jetzt packen wir das mit Inferium zusammen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir mit dem Infusion Crystal 4 Stück jeweils. Inferium an allen Ecken. Da kriegen wir Prudentium 4 Stück. So, und jetzt packen wir den Tier 1 Crafting Seed mit dem Prudentium zusammen. Jetzt haben wir Tier 2. So, und jetzt brauchen wir mit dem Fusion...
Jetzt machen wir mit dem Fusion Crystal. Oh, wir brauchen noch einiges dafür. Oh, verdammt. Dann würde ich sagen, dass wir einfach ein Inferium Seed dort reinpacken in der Gartenklutsche und erstmal Inferium produzieren. Weil an Redstone mangelt uns ist nicht zwingend. Inferium Seed, jetzt brauchen wir nur noch Erde. Stimmt. Ist irgendwie immer so faszinierend zu sehen, wie das dort drin wächst. Also auch gerade das mit dem Kaktus, mit der Animation. Ich finde das irgendwie so cool, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es auch so cool findet, das mit diesem Kaktus, wenn er da drin wächst. Oh, da sieht man auch schon die Pflanze. Und jetzt packen wir es durch. Und jetzt wächst es einfach. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist ein feiner Kerl. Wachse immer schön weiter und produziere mir möglichst viel. Danke. Haben wir gut was in Inferium oder müssen wir uns eigentlich nur dafür sorgen, dass das Inferium auch rausgelagert wird? Jedenfalls war es das dann aber auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden in der nächsten Folge das hier alles weitermachen. Falls ihr nächstes Mal von Let's Play verpassen wollt, dann bitte abonniert mich doch auf YouTube. Das würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne ein Like da und schreibt doch lieben gerne einen Kommentar. Und schaut doch lieben gerne bei den anderen Let's Plays vorbei. Da gebe ich mir ebenfalls sehr viel Mühe. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nochmals vielen Dank an Ruffy the King und Razor Legende dafür, dass sie sich die Kanalmitgliedschaft geholt haben. Ihr seid die Besten. Und eure Fußnägel sind ebenfalls viel zu lang. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid besser als alle anderen.